Am Samstag, den 6. Mai 2023, wird Charles zum König von England gekrönt. Und wenn ihr das Video hier seht, war die Krönung wahrscheinlich schon. Diese wird, wie es seit 1066 üblich ist, in Westminster Abbey stattfinden. Doch wer ist dieser Charles eigentlich und wie sieht seine Geschichte aus? Das alles und noch mehr nach dem Intro. Charles wurde am 14. November 1948 als Charles Philip Arthur George im Buckingham Palace in London geboren. Seine Mutter ist die letztes Jahr verstorbene Elizabeth II. Damit stammt er ebenfalls von Persönlichkeiten wie Karl dem Großen ab. Als erstes geborenes Kind von Elizabeth II. Und Philip stand er bei seiner Geburt auf Platz 2 der Thronfolge. Jedoch musste er bis jetzt 70 Jahre warten, bis er dann mal endlich gekrönt wurde. Schon im Kindesalter wurde Charles auf sein künftiges Amt vorbereitet, weshalb er von 1954 bis 1967 verschiedenste traditionelle Schulen besuchte, beispielsweise eine Public School in Schottland oder als Austauschschüler eine Schule in Australien. Denn Australien ist zum Beispiel auch ein Mitglied des Commonwealth, wo mehrere Staaten vereint sind, welche ehemals das British Empire gebildet haben. Nebenbei erhielt er zudem auch noch Privatunterricht im Buckingham Palace. Nachdem er dann 1967 mit der Schule fertig war, studierte er erst Archäologie an der University of Cambridge, wechselte später jedoch zur Geschichte. 1975 schloss er seine Studien mit dem Grad eines Master of Arts ab. Ebenfalls noch wichtig zu erwähnen ist, dass er seit 1958 den Titel Prince of Wales trägt, welchen seit dem 14. Jahrhundert jeder Thronfolger bekommt. Ab dem Jahr 1971 begann dieser sogar eine Militärausbildung und diente sogar der Royal Navy. Er hatte dabei folgende Ränge inne: Admiral of the Fleet, Field Marshal der British Army und General der Royal Air Force. Doch für einen Royal ist es natürlich auch wichtig, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Im Alter von 32 Jahren heiratete er am 29. Juli 1981 Diana Spencer, welche ebenfalls einer Adelsfamilie entspringt. Diese wurde durch die Heirat somit Fürstin von Wales und Millionen Menschen verfolgten diese Hochzeit live am Fernseher. 1982 kam schließlich Prinz William als erstes Kind von Prinz Charles zur Welt. 2 Jahre später, 1984, folgte dann auch Prinz Harry. Doch die Ehe mit Diana wurde stetig schwieriger, da Charles auch Kontakt mit seiner alten Geliebten Camilla aufnahm. Ein weiterer Punkt, warum diese Ehe scheiterte, war auch, da Prinzessin Diana sehr berühmt war. Sie war sogar zeitweise die berühmteste Frau der Welt. Und je mehr Aufmerksamkeit sie bekam, desto mehr schwand das Interesse von Charles an ihr. Die Medien berichteten sogar mehr über sie als über Charles, den eigentlichen Thronfolger. Hinzu kam auch noch, dass fast alle Taten von Diana nicht vom königlichen Hof gewürdigt wurden. 1992 erschien dann auch das Buch Diana, Her True Story, in welchem Diana von psychischen Problemen und Suizidversuchen erzählt. Und das alles während der Ehe mit Charles. Wohl der erste große Skandal für ihn. Schließlich wurde die Ehe sogar auf Druck der Queen am 28. August 1996 aufgelöst und ein Jahr später kam sogar Diana bei einem Verkehrsunfall in Paris durch die Paparazzi ums Leben.
Das Ansehen des Königshauses war nach dem Tod massivst beschädigt, aufgrund der als herzlos erachteten Reaktion auf den Tod von Diana. Am 9. April 2005 heiratete Charles dann Camilla. Warum erst so spät, fragt ihr euch? Nun, Charles erhielt erstmal nicht die Erlaubnis der Queen zu heiraten, da er bereits geschieden war. Und damals war es für die anglikanische Kirche ein absolutes No-Go, dass geschiedene Personen erneut heiraten. Deshalb musste diese Eheschließung rein zivil durchgeführt werden, damit alle einverstanden waren. Aber wir sollten auch mal über Positives zu Charles III. Sprechen. Dieser besitzt nämlich eine Stiftung namens Prince's Trust, welche sich für benachteiligte Jugendliche einsetzt und Tausenden damit Perspektiven für ein erfüllteres Leben ermöglicht. Wenn dieser dann gekrönt wurde, wird er als König Charles III., König des Vereinigten Königreichs und von Nordirland, Oberhaupt des Commonwealth und Verteidiger des Glaubens bekannt sein. Jedoch sind viele gegen diese Krönung und am Commonwealth-Tag am 13. März kam es sogar zu Demonstrationen in London. Denn viele Menschen finden, dass eine Monarchie mit einem König nicht mehr zeitgemäß ist und dass es eine extreme Steuergeldverschwendung ist. Aber was ist eigentlich eure Meinung? Findet ihr die Monarchie gut und falls ja, warum? Und wie hat euch das Video gefallen? Schreibt all das gerne in die Kommentare und ich würde sagen, man sieht sich beim nächsten Mal wieder.